Ja, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir gehen mit Kira auf die Jagd heute. Und dann legt mal die Alte flach. Horizontal, sozusagen. Und schauen wir mal, vielleicht können wir dir ja was offerieren. Nicht wunderschön? Ist es. Und jetzt zeig mir, wie du schießen kannst. Artemis ist hier gewogen. Sag Artemis, ich habe eine andere im Auge. Mach sie nicht eifersüchtig. Ein Steinbock fehlt noch. Das war eine gute Idee. Danke für die Einladung. Danke, dass du angenommen hast. Ja, und jetzt? Horizontal! Meine Leute werden satt und die Götter bekommen ihr Opfer. Nur dank dir. Du bist eine gute Jägerin. Warum wolltest du, dass ich mitkomme? Sei nicht naiv. Da ist etwas zwischen uns, auch wenn ich weiß, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Weil du Talitas liebst. Oh. Zumindest dachte ich das, bis du hier eintrafst. Oh. Bei der Jagd kommt mein Geist zur Ruhe und ich kann über unsere Gespräche nachdenken. Und ist das gut? Ich kenne einen Ort unten am Wasser. Dort ist es ruhig. Wir wären allein. Was hältst du davon? Klingt gut. Ich gehöre dir. Ja! Wir sind keine Steinböcke. Die Delia leiden schon so lange. Es ist das erste Mal, dass ich glücklich bin, seit der Krieg begonnen hat. Nimm dieses Gefühl mit zu deinem Volk. Artemis ist dir gehoben. Sag Artemis, ich habe eine andere im Auge. Mach sie nicht eifersüchtig. Und was ist mit dir, wenn das alles vorbei ist? Ein paar fähige Hände können wir immer gebrauchen. Vielleicht werde ich einmal sesshaft. Doch noch ist meine Reise nicht zu Ende. Ich traue dir so einiges zu. Aber sesshaft werden, ich weiß ja nicht. Forderst du mich heraus? Hör auf, dein Glück in der Zukunft zu suchen. Wenn es in Wahrheit direkt vor dir steht. Das hast du mich gelehrt. Ach, komm. Du bist perfekt in Form. Ja, mit dem Holz. Das auch. Und jetzt lass uns schnackseln. Da, 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 da. Da. Also, was hatte ich jetzt schon? Ich hatte eine Orgie mit drei anderen Leuten. Also insgesamt ein Vierer. Eine ganz am Anfang und jetzt die da. Nein. Also, der Pirat hält mir eine Klinge an den Hals und eine an den Bauch. Und er fragt, wie willst du sterben, Söldner? Schnell oder langsam? Meine Güte, wie ging es weiter? Er war so auf mich fixiert, dass er meinen Speer in seinem Bein überhaupt nicht bemerkte. Er war tot, bevor er auch nur wusste, wie ihm geschah. Bitte was? Das hat meine Martha mir beigebracht. Warum fällt es mir so leicht, mit dir zu reden? Weil sich unsere Leben so ähneln und wir Ähnliches erlebt haben. Auch wenn wir so weit voneinander entfernt aufwuchsen. Ja, ja. Ich will dich, Alexios. Hier, jetzt, unter den Sternen. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Ich will dich auch. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Du Charmeur. Und die athenischen Schiffe fahren vorbei, wie romantisch. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Zum Malen. Nee, abseits des Krieges. Dann muss man auch ein bisschen romantisch sein. Yeah. Mykonos ist definitiv meine Lieblingsinsel.
Und du bist mein Lieblingssöldner. Was ist? Thaletas sollte davon erfahren. Wird er. Früh genug. Doch im Moment muss er sich auf die Rebellion konzentrieren. So wie wir. Aber zuerst... Oh. Oi, oi, oi. Ich muss auch mal nach Mykonos. Das ist aber nicht... Warte mal, da gibt's doch eine Insel, die ist bei den Homosexuellen verdammt begehrt. War das nicht sogar Mykonos? Juhu! So, und jetzt? Hau mal ab, oder? Würde ich sagen. Na, Quest angezeigt. Du bist so eine Art Söldner-Nachwuchs, was? Lass uns kämpfen, Bitch. Der geilste Move ever, Mann. Der ist viel zu schwer. Das passende Ende für Söldner. Easy going, oder? Der hat einen Hammer dabei. Wir testen jetzt den Hammer sogar noch. Die Axt ist geil, vielleicht ist der Hammer ja auch besser. Sowas hier zum Beispiel, das können wir zerlegen. Und ist da. Blau auch. Das kann ich nicht. Aber das... den mal kurz. Erstmal auf die Map gucken. Hey. Oder Quest. MV Mord. Ich finde das ein bisschen unübersichtlich. Odyssey 3. Das können wir jetzt übrigens... Nein, mir fehlt noch einer. Wir können mal spaßeshalber mal noch einen killen. Den hier.
Oh. Der Stufe 25. Wir haben jetzt eh nichts Großartiges vor. Oh, der ist da. Dann müssen wir hier hin. Oh, na toll, das finde ich so ekelhaft, dass die Leute da immer ihre Fotos direkt auf dem Kack da oben machen müssen. Dann ist der nämlich genau da oben drauf. Wir killen den jetzt. Ich will den jetzt auch. Damit wir gerade noch unser unseren Speer verbessern können. Also Leonidas Speer. Killen wir den jetzt. Dann sind wir noch einen Ticken stärker. Das heißt, wir gehen zum Hafen, holen das Schiff, rudern rüber und machen den kalt. Auf the finest art. Ja, lad mal fertig hier. Ach ja. Eine Studie besagt, dass man die meiste Zeit seines Lebens im Ladebalken verbringt. Gut, mach jetzt. Danke. Wir sind in Athen. Oh, da sind wir in Athen. Hafen von Piräus. Ja, Athener Herrschaft. Malaka. So viele Schiffe und so viele Menschen. Hier gibt es genug Nahrung, um Kephallenia einzunehmen. Ja, ja. Laber nicht so viel, Alexios. Ich denke mal, wir tun erst in der nächsten Folge Papa suchen. Männer! Wir legen die Leinen ab. Segel klar machen! Willkommen zurück! Wirklich niemand deiner Hand. Wir sollten aufpassen. Wer war da draus? Na mal, ich hab den wieder nicht markiert. Welche Insel ist das da? Ja, sag doch mal. Salamis. Was ist der Ort? Es gibt einen Schmied hier. Schmied, Schmied, Schmied. Hallo, mein Freund. Verkaufen. Alle hat lustig. Oh, jetzt bin ich aber etwas enttäuscht.
Verkaufen, 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 verkaufen. Verbessern. Das ist ein Dolch, oder? Dann erstmal das Schwert noch verbessert. Können wir rein theoretisch auch. Das ist der Söldnerhelm? Lol. Ich habe keinen legendären Torso-Panzer, gell, den ich verbessern könnte. Fuck, Mann. Da wird halt die Axt verbessert. Gibt's hier eine Stelle zum... also einen erhöhten Punkt? Oder das ist eine reine Erkundungsinsel. Komisch. Sieht fast aus, als wäre das eine reine Erkundungsinsel, gell? Also eine kleine Pissinsel, wo im Prinzip kein Sinkpoint hast. Also der Typ sah ja auf dem Bild sehr verweichlicht aus. Was? Wir brauchen Felle oder weiches Leder halt, ja. Oh, ey, ich wette, der hockt in der Höhle drin oder sowas, der ist nämlich eine feige Sau. Bloß nicht sehen lassen. Aha. Der Typ war so einfach. Oh. Diese behinderten Scheißschergen von denen immer. Hier gehen wir sowas von gegen den Strich. Oh, ich brauche jetzt einen Energy Drink, Mann. Ich bin der ganze Tag schon auf Low Level. Jetzt trinke ich erstmal einen Energy Drink. Ist mir egal, ob ich bald ins Bett gehe. Danach bin ich wieder. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich wieder starten muss. Wahrscheinlich in Athen und muss wieder rüberschwimmen und dann...
Das ganze Zeug, Mann. Oh, ich hab Glück. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Wieso denn? Fick dich, du Alexios Bastardos. Oder ist der schon tot? Nee, der ist nicht tot. Der Vogel. Was macht denn der? Ach ja, mein Freund, bist du tot? Ach, jetzt auf jeden Fall. Ein übel Ding da auf der Welt. So. Wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir gehen jetzt auf Hephaistos Insel. Wo waren die nochmal? Fuck! Wo waren die nochmal? Focus? Ah, da war auf Andros. Da gehen wir jetzt hin. Wieso müssen die immer diese scheiß verkackten Bilder immer auf diese Dinger machen? Ah, ich muss erst aus dem Gebiet raus. Weil wir haben jetzt genügend Fragmente wieder, um im Prinzip mein Speer zu verbessern. Und das machen wir jetzt noch. So. Auf nach Focus? Focus? Fock. Nix Focus. Andros. Andros heißt die Insel. Easy peasy lemon squeezy. Und danach, oder in der nächsten Folge, suchen wir dann Papa. Bin ich mal gespannt, wie Papa ist, ob er die letzte Gurke ist oder so. Wer weiß. Willkommen in der alten Schmiede von Hephaistos. Brauchst du Licht? Mach eine Fackel an. Aha! Irgendwie sieht das so aus, als hätte er irgendwelche Schmerzen. So läuft er. Verbessere deinen Speer. Immer wieder ein glorreicher Moment. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen.
Jetzt ist er sogar noch besser als vorher. Verbessere den Speer, ja. Gab sogar enorm viel Experience Points, Mann. Was ist das hier? Oh. Das ist ein bisschen zu krass. Jetzt muss ich 9 Artefakte sammeln. Haben wir eigentlich irgendeinen vergessen? Ja, wir haben einen vergessen. Ah, oh, nee, das sind sogar noch Unentdeckte. Lol, ich hab gedacht, ich... Britannia ist der Unbezwingbare. Jetzt gucken wir mal, ob wir welche Infos haben für irgendwelche Kultisten. Hier. Der Weise ist in die Politik Athens verstrickt. Wo geht's denn hier nochmal raus? Ja. Ich hab den Speer ja jetzt nur verbessert, damit wir noch ein bisschen stärker sind, ne? Moment mal, ich hab ja wieder im Inventar. Den Helm habe ich doch verbessert, oder? Wenn es mich nicht täuscht. Nee. Ach stimmt, da hatte ich keine Ressourcen mehr dafür. Wir müssen das nehmen, was wir haben im Prinzip. Athena Heldenstiefel. Titten? Ja, besser geht fast gar nicht mehr. Okay, dann verlassen wir die Schmiede wieder und suchen Papa. Kann ich mal so sagen. Und dann machen wir gerade mal Feierabend für heute. Weil wir haben 27 Minuten am Tacho. Ich glaube, wir haben viel gemacht heute in dieser Folge. Nicht ganz der Questlinie gefolgt, aber ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.